Der Tag ist schon halb rum, gefühlt. Wir hatten heute Berufsorientierungstag und sind jetzt auf dem Weg nach Bremen, weil wir auch Black Friday haben. Und Black Friday ist immer gut, weil man viel mehr Geld ausgibt, als man eigentlich wollte, weil man ja spart. Aber ich bin gespannt. Ich bin das erste Mal in einer Waterfront dann. Die machen auch Black Days. Und ja, mal sehen, was wir so abgreifen. Ich hoffe, zumindest was zu essen. Denn jetzt habe ich Hunger. War das, was es dabei, was uns beim Berufsorientierungstag angeboten wurde, da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Also stehen wir jetzt an der Bahn und warten auf Gottes guten Segen, dass wir da jetzt mal irgendwann rüberfahren dürfen. Wir sind jetzt am Alex. Bei mir gibt es Spinat, Lachs, Lasagne und ein Ipanema. Und da gibt es Schnitzel. Das sieht voll geil aus. Das war schön. Ich habe es nach Hause geschafft. Sehr viel ärmer. Dafür habe ich sehr viel mehr Kram jetzt. Naja, ich habe endlich schwarze Weihnachtskugeln. Die gibt es bei Nanunana, falls da auch noch jemand dran interessiert ist. Und Disney-Kugeln von Mickey Mouse habe ich bei Primark mitgenommen. Ich war außerdem bei DM, um die Hattie-Box zu kriegen. Und obwohl wir so früh da waren, war natürlich schon alles weg. Und ja, die anderen Boxen waren einfach noch alle da, außer die von dieser komischen Barbara. Die war, da war auch nur noch eine einzige, aber von Kamushka oder wie die heißt und Sarah Harrison, die da war, konnte man sich mit totschmeißen. Naja, Pech ist ja auch nicht so schlimm, weil so interessante Sachen waren da jetzt nicht drin. Das Teil von Catrice, das hatte ich glaube ich sogar schon mal, war nicht so begeistert und naja, ist nicht so schlimm, ich hätte sie trotzdem gehabt, einfach weil sie von Hattie ist. Und jetzt esse ich noch eine Kleinigkeit und gucke noch online, was ich noch so ein bisschen abgreifen kann. Ich, je nachdem, ob ich da jetzt noch was finde, werde ich sonst hier noch einen Black Friday Haul mit reindrehen, was ich alles gekauft habe. Aber wenn ich jetzt auch noch online irgendwas finde, dann mache ich das erst später. Ach Katze, hör auf mich zu schubsen. Ich bin nach dem Frühdienst zu Hause. Es gibt Karotten-Linsen-Burger. Ich weiß gar nicht mehr von welcher Marke, das ist auch so eine Veggie-Marke und ein Energy. Um 7 werden wir zum Karneval abgeholt. In Bremen ist das, die Nordlichter. Ich keine Ahnung, wie das wird. Ich bin auf jeden Fall extrem müde, weil ich kaum geschlafen habe, weil Steffen erkältet ist und das nervt. Und deswegen bin ich auch eigentlich gar nicht in Stimmung, aber ja, mal sehen, wie es wird. Auf jeden Fall werde ich jetzt essen und mich nochmal ausruhen und um 5 oder so werde ich dann anfangen zu duschen und ja, mich langsam fertig zu machen. Ich war inzwischen duschen. Vorher habe ich ein paar YouTube-Videos geguckt und versucht zu schlafen. Jetzt haben wir es kurz nach 4:30. In einer Stunde ungefähr werde ich mich dann mal anfangen fertig zu machen. Keine Ahnung, wie ich die Stunde jetzt noch nutze. Auf jeden Fall nervt mich diese kleine Katze hier. Aber irgendwie kommt die immer wieder an. Und die Flauschige ist irgendwie verschwunden. Ach, die liegt dort am Tisch. Okay. So, da sind wir wieder zurechtgemacht. Ja, ich habe wieder mein Kleid an. Aber den Rest noch nicht. Und mir ist kalt. Überraschenderweise in einem trägerlosen Kleid. Das ist 7:15. Wir werden gleich abgeholt. Und sonst steht erstmal nichts mehr an. Also mal sehen, wie es so wird.
Seite rechts. Wir sind zurück. Es ist gleich 2 Uhr morgens. Ich habe meinen Wecker jetzt ausnahmsweise auf 12 Uhr gestellt. Normalerweise stehe ich ja um 10 Uhr auf, wenn ich zum Spätdienst muss. Aber hey, irgendwann muss man sich auch mal erholen. Ich muss morgen auch noch lernen, weil wir einen Test schreiben. Also ein Test ist natürlich nicht ganz so wichtig, aber ich möchte ja meinen Eindruck beibehalten. Es war ganz nett. Es war extrem lang. Also manche Sachen waren einfach zu lang, weil die auch einfach nicht gezogen haben irgendwie. Da, also wenn zu viele Jokes, die nicht funktionieren, hintereinander kommen, dann zieht sich das halt gefühlt noch mehr. Ich glaube, es ist einfach so eine Wahrnehmungssache dann. Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr nett. Und ja, nächstes Wochenende sind wir dann im Harz. Da ist in Pölde ein Treffen. Und da bin ich auch ganz gespannt, wie das wird. Ihr habt übrigens dafür abgestimmt, dass ihr ein Vlogmas wollt. Auf Twitter habe ich dann nochmal eine Umfrage gestartet, weil ich das hier irgendwie merkwürdig fand. Und weil man da irgendwie für sich selbst abstimmen muss oder keine Ahnung, wisst ihr, wie man an die Abstimmungsergebnisse auf YouTube kommt von den Umfragen? Schreibt es gerne in die Kommentare, also ich konnte es nicht finden, keine Ahnung. Naja, und das Problem ist, der erste also, ist nächste Woche Samstag, wo wir nicht da sind. Ich könnte das vielleicht schaffen, dann das Video würde ja am 2. online kommen. Je nachdem, wie wir zurückkommen. Also vielleicht verschiebt sich tatsächlich direkt das erste Video, was dann auch noch das Adventsvideo wäre. Nee, das wäre ja der dritte. Ja, mal sehen. Ja, ich kann ja das Adventsvideo dann auch nicht filmen. Ja, also wir werden sehen, wie das dann alles klappt. Ich hoffe einfach, dass ich den ersten Film werde und wir rechtzeitig vor 18 Uhr hier sind, so dass ich es noch schneiden und hochladen kann. Sonst muss ich improvisieren. Leute, es ist Sonntag. Ich hatte meinen Wecker zwar auf, glaube ich, 12 Uhr gestellt, aber ich war um 9 wach. Auch egal. Ich habe jetzt angefangen, in der Küche aufzuräumen und jetzt schon so ein bisschen zu dekorieren. Ich habe die Sachen aus dem Keller geholt und ein bisschen was, weil ich wieder in das Zimmer ziehe. Hier und da, die Tür, die ihr da seht. Weil wir jetzt ja einen Trockner haben und den Raum sozusagen nicht mehr als Wäscheraum brauchen. Und da aus dem Raum habe ich noch was in den Keller gebracht. Ja, jetzt holt Steffen gleich Döner. Und da muss ich schon zum Spätdienst, weil eine ganz liebe Kollegin mit mir getauscht hat, damit ich dann da hingehen kann zu der gestrigen Veranstaltung, weil ich sonst Frühdienst gehabt hätte, beide Tage. So, es gibt Döner. Ich kann bisher auch keinen Rotkohl sehen. Entweder sitzt er in der Mitte oder sie haben es tatsächlich geschafft. Und ja. Deko ist schon so in Mache. Mal sehen. So, ich habe zu Ende gelernt. Steffen hat schon angefangen, die Zimmer umzuräumen. Also ich habe auch mitgeholfen, meinen Schrank da leer zu räumen, das Kallax. Und das steht jetzt schon drüben. Das seht ihr dann vermutlich erst, wenn es soweit ist und alles ordentlich ist oder im Prozess. Aber ich denke mal, dadurch, dass wir die Wochenenden jetzt eher weg sind, aber das vorher fertig sein soll, weil ich Weihnachten auf jeden Fall schön haben will und am besten auch schon vorher, weil sonst habe ich nichts von der Weihnachtszeit, wenn da immer Müll rumsteht. Wird es vermutlich darauf hinauslaufen, dass ihr es tatsächlich erst seht, wenn ich es entweder einräume ordentlich oder es halt echt komplett fertig ist. Bleibt also gespannt. Und damit ist der Tag aber auch schon wieder rum. Morgen habe ich wieder Schule. Ich schreibe den Test. Und deswegen hoffe ich, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet. Bye!